Alexei Wassiljewitsch, erzählen Sie, welche Botschaft und welche Werte durch die vedische Literatur vermittelt werden. Das Wichtigste ist die Erfahrung der Vorfahren. Das ist das Wichtigste. Die Erfahrung der Ahnen ist das Wertvollste, was wir haben. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft. Wer sich nicht der Erfahrung der Vorfahren bedient, macht die gleichen Fehler wie sie. Wenn wir aber die Erfahrung der Ahnen verwenden, werden wir somit gedeihen. Das ist ein Schatz. Etwas Wertvolleres als die Erfahrung der Ahnen besitzen wir nicht. Und diese wird eben durch die Veden vermittelt. Daher kommt auch die Bedeutung des Wortes Veda, Wissen oder Erkenntnis, her. Ist Erkenntnis und Jnana, also die Kenntnis seiner Natur, dasselbe? Die Veden geben das Jnana, die Erkenntnis. Sie führen zu Jnana. Aber Veden sind ebenfalls Unterweisungen in Ethik und Kultur. Es sind Unterweisungen in allem. Das ist die Erfahrung der Vorfahren in allem, wörtlich in allem. Unsere Ahnen wussten, dass wir uns im Kali-Yuga in einem bedauerlichen Zustand befinden, wo nur 3% des Gehirns arbeiten werden und dass wir eine Anleitung brauchen würden. Und so haben sie in Schriftform uns diese Anleitung gegeben. Man kann die Erfahrung der Ahnen auch direkt erhalten, zum Beispiel durch Meditation, aber die meisten Menschen besitzen solche Fähigkeiten heutzutage nicht. Daher sind Veden für uns von äußerster Bedeutung. Das ist eine Anleitung für das Leben. Also haben die Vorfahren so einen Entwicklungsverlauf geahnt und das Wissen aufbewahrt. Wie lautet Ihre Meinung zum Thema, dass geistige Literatur dazu fähig ist, die moderne Welt zu verändern? Wie weit kann die moderne Welt kommen, wenn die Mehrheit der Menschen sich auf solches Wissen stützt? Die moderne Gesellschaft, und ich meine es sinnbildlich, sägt den Ast ab, auf dem sie drauf sitzt. Wir zerstören die Welt um uns herum. Die Natur ist wie die Mutter. Man kann bei ihr an der Brust saugen, sich von der Milch ernährend. Man kann aber auch daran kauen, indem man sich von Fleisch ernährt. Wenn das Kind an der Brust nagt, kriegt es eins auf die Lippen. Und gerade die heutige Gesellschaft ist in so einem Punkt angekommen, wo sie eins auf die Lippen bekommt. Und die Veden ermöglichen es, sich hier von der Muttermilch zu ernähren, sprich im Einklang mit der Natur zu leben. Eine der wichtigsten Botschaften der Weisen ist, man respektiere seine Vorfahren und man lebe mit Gewissen im Einklang mit der Natur. Und genau die Veden werden die Erfüllung dieser Gebote möglich machen. Also hat die Gesellschaft de facto keinerlei Alternativen, außer auf dieses Wissen zurückzugreifen. Genau. Welche geistigen Schriften sind aus Ihrer Sicht wichtig? Alle. Das ist wie eine Schatztruhe, in der sich alles darin Befindende wichtig ist. Das Herzstück ist ja das Wissen über die Natur des Ichs, oder? Nun, dies hängt von der Evolutionsstufe des Menschen ab. Für einen Erstklässler ist das ABC wichtig, für einen Oberstufler sind andere Werke entscheidend, nicht wahr? So sind auch die Veden auf die Evolutionsstufen der Menschen abgestimmt. Und daher darf man nicht sagen, dass die eine Veda wichtiger ist als die andere. Für einen jeden Jahrgang gibt es eigene Veden. Somit kann jeder Mensch in Übereinkunft mit seiner geistigen Evolutionsstufe sein Wissen auswählen. Abhängig von der Evolutionsstufe, vom Wissensstand, gibt es die dementsprechenden Veden.